Heute geht es im Video mal wieder nach Irland. Ich probiere ein Blended Irish Whiskey von Roe & Co. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte Talks Malts und diesem neuen Verkostungsvideo. Heute geht es um einen Whisky, bei dem ich weiß, naja, es wird in der Bewertung auf jeden Fall etwas anders ausfallen als sonst. Es wird auch irgendwie ein besonderes Video werden, denn ich kann eine Geschichte erzählen, die mir total gut gefallen hat. Und naja, dann sprechen wir über diesen Whisky. Also, los geht's. Als erstes die schönen Dinge. Denn diesen Roe & Co. habe ich direkt in Dublin bei der Brennerei gekauft. Und ehrlich gesagt hatte ich Roe & Co. überhaupt nicht auf dem Schirm. Im Vorfeld von unserem kleinen Dublin-Trip habe ich drei Sachen vorgebucht. Guinness, Storehouse Tour, Pierce Lyons und die Teeling Tour. Über Teeling habe ich schon ein Video gemacht. Da war der Whisky großartig. Die Tour, naja, heute ist es etwas andersrum. Roe & Co. liegt nun lustigerweise in der gleichen Straße wie Pierce Lyons. Und von unserem Hotel aus hieß das, wir sind erst an Roe & Co. vorbeigelaufen und dann zu Pierce Lyons. Also gehen wir diese große Straße entlang und rechter Hand ist auf einmal eine Distille. Und das auch noch in einem Gebäude, das wirklich cool und einzigartig ist. So ein bisschen industrial chic, man sieht von außen schon die Brennblasen. Sehr, sehr ja, interessant auf jeden Fall. Mit so einem Aufsteller auf dem Weg und der Möglichkeit auf jeden Fall, dass es einen Shop gibt. Nur wir hatten eine Tour bei Pierce Lyons, die großartig war. Unglaubliche Brennerei, sollte man sich wirklich mal angucken. Selbst wenn man 20, 30 Destillen schon gesehen hat, ist das was Besonderes, so nebenbei. Wir haben also die Tour dort gemacht und auf dem Rückweg, so um 4:30 ungefähr, habe ich meine Frau angeguckt und habe gesagt, wollen wir da nicht noch mal kurz reingucken? Und zu, ich will nicht sagen meiner Überraschung, aber zu meiner Freude hat sie gesagt, ja klar, lass reingehen. Wir sind dann also bei Roe & Co. durch die Tür gestolpert, ja so 4:30, 5:20, haben uns ein bisschen umgeschaut und ich habe im Shop einfach gefragt, sag mal, macht ihr Touren? Die Antwort war ja und dann, ja, gibt's noch eine? Und dann wurde uns gesagt, ja, 17 Uhr haben wir noch die letzte Tour. Bisher gab's niemanden, der da mitmacht. Also ihr beide seid die einzigen Gäste auf der Tour, was ich natürlich sehr, sehr cool finde. Für uns hieß das, wir müssen oder mussten noch ein bisschen warten, haben uns hinten in die Bar gesetzt, alles sehr, sehr stylisch, sehr cool gemacht. Wer so Industrial Style mag, wird sich dort wohlfühlen. Und haben einen kleinen Cocktail genossen. Wohlgemerkt, es war Urlaub, wir hatten schon eine Brennereitour, dann gab es noch einen Cocktail. Lassen wir das mal so stehen. Wir hatten also gute Laune, wurden nach vorne geholt in den Shop, wo der Startpunkt der Tour war. Und es kamen genau in dem Moment noch zwei rein, ein Pärchen aus Texas, mit dem wir im Anschluss an der Tour noch 2-3 Stunden zusammengesessen haben, ein bisschen gequatscht haben, war sehr nett, sehr cool, auch einfach ja da mal so eine Erfahrung zu haben, mit anderen Leuten sich austauschen zu können, einfach zu schauen, wie so die Sicht auf viele Dinge irgendwie ist, wenn man ein paar Whiskys getrunken hat und dann abends in der Bar noch zusammensetzt. Es war auf jeden Fall sehr, sehr nett, sehr, sehr schön. Wir hatten also eine Tour dann zu viert. Und diese Tour, wenn man jetzt nicht das große Whisky-Feuerwerk erwartet, denn das Tasting an sich war nicht der Rede wert, aber die Tour hat Spaß gemacht, war cool. Also erstmal in dieses Gebäude, durch dieses Gebäude zu gehen, das ist das alte Powerhouse, ich weiß gar nicht, wie man sagt, Kraftwerk, Umspannwerk der Guinness-Brennerei, Roe & Co., Diageo im Übrigen, naja, in diesem Gebäude drin. Das heißt, man sieht auf beiden Seiten auch wirklich Guinness. Wenn man in der Bar sitzt, kann man über einen Teil von dem Guinness-Gelände gucken. Auf der anderen Straßenseite ist Guinness. Überall ist Guinness. Und diesen Charme hat man über das ganze Gebäude bewahrt. Da war noch ein riesen Kran, der auf so einer Schiene lief, wo uns gesagt wurde, ja, den haben wir einfach nicht rausbekommen, dann haben wir es halt da gelassen. Und man geht dann in den ersten Stock und auf so einer Glasbrücke kann man dann auf die Brennblasen gucken. Unsere Guide war
super informiert. Also ich glaube, sie ist kein Whisky-Freak gewesen, sage ich mal. Aber das, was sie erzählt hat, war super. Ich habe ein paar Nachfragen gestellt. Ich bin dann so der Typ, ich will dann nicht total aufdringlich sein und so fiese Fragen stellen und jemanden in Verlegenheit bringen. Aber sie wusste zum Beispiel die Holzart der Meshtan oder so. Da kannte sie sich schon wirklich gut aus. Wir haben uns also die Brennblasen von oben angeguckt, ein bisschen über die Brennerei gesprochen und im Anschluss daran gab es eine kleine Cocktailstunde, denn der normale Roe & Co. Blended Irish Whiskey eignet sich sehr gut für Cocktails und wir konnten anhand von so Aromenprofilen uns einen Cocktail auswählen, den wir dann selbst gemixt haben. Das Ganze war mit so Teilen, die so ein bisschen premixed waren und so, das hat niemanden vor eine große Herausforderung gestellt. Hat aber super viel Spaß gemacht. Wir saßen uns so gegenüber, wir vier, sie an der Stirnseite, großer Raum, sehr schön designt. Und das war einfach, ja, einfach eine gute Zeit. Man muss jetzt, das ist nicht das Whisky-Halleluja gewesen, aber es war einfach, hat richtig Spaß gemacht. Im Anschluss an der Tour sind wir noch runter in die Bar gegangen. Man konnte dann noch aufs Haus, inkludiert in der Tour, entweder noch einen Cocktail trinken oder den Blend halt als Shot sozusagen, also als normal straight eingeschenkt oder on the rocks. Ich habe den dann nochmal den normalen Roe & Co. Blend probiert, fand den sehr solide. Einige Sachen, die ich auf der Tour erfahren habe, machen wir gleich bei der Besprechung von diesem Roe & Co. Erkläre ich euch ein bisschen was über das Flaschendesign. Da ist sehr, sehr viel Liebe drin. Da hört es dann aber auch schon auf. Die Flasche habe ich ein paar Tage später, als wir nochmal vorbeigekommen sind, gekauft. Und naja, sagen wir so, wie ich jetzt schon mehrfach angedeutet habe, die coole Erfahrung, die ich wirklich empfehlen kann, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer es war, 15 Euro, 25 Euro, geschenkt, wenn ihr in Dublin seid, macht die Roe & Co. Tour. Sehr, sehr coole Erfahrung, hat einfach mega viel Spaß gebracht. Jetzt kommen wir aber zum Whisky. Wir schauen uns den Roe & Co. Cask & Keg Coffee Stout Cask Finish von der Open Gate Brewery, also Guinness, mal ein bisschen genauer an. Alles klar, erstmal der Whisky an sich. Ich habe ihn, bevor ich ihn gekauft habe, nicht probiert, aber er ist non-chill-filtert, 46% und wie ich gerade gesagt habe, Coffee Stout Cask, also wirklich was Besonderes. Dann auch noch ein Fass oder Fässer von Guinness. Da habe ich gedacht, hey komm, den Blend kannst du in Deutschland jederzeit kaufen. Diesen hier halt nur im Shop. Boah, Leute, 65 Euro, glaube ich. Und habe den ungesehen oder nur gesehen, nicht probiert, mitgenommen. Ich habe gesagt, gerade ein bisschen was zur Flaschenform und so weiter. Es gibt viele schöne Details bei so einer Diageo-Geschichte und ein relativ günstiger Blend. Also erstmal die Form selbst, dieses leichte Zulaufende, soll an einen Turm erinnern, wo früher die Brennerei stand. Und dieser Turm steht auch noch ein bisschen die Straße runter da. Das ist so eine Art Mühlenturm und die Form soll einfach daran erinnern. Auch dieses leichte Türkis, bei diesem Etikett etwas weniger, beim Standardetikett deutlich klarer zu sehen, erinnert an die Kupferabdeckung, die jetzt so eine Patina hat, die sozusagen die Turmmühlenspitze. Im Garten oder um diesen oder an diesem Turm dran steht ein Birnenbaum und der ist im Logo dargestellt. Hier diese Linien, die nach außen gehen, mit dem oben drüber, das soll ein Birnenbaum sein. Und die Birne findet man auch, ich weiß nicht, wie gut man es sieht, ich bewege es mal ein bisschen, unten in der Flasche als so eine Eindellung. Finde ich sehr, sehr schön, sehr cool gemacht. Sehr viel Liebe zum Detail. Das gefällt mir sehr gut. Also Logo, Flasche, Boden und so weiter. Ja, der Whisky selbst ist alles zugesagt, denke ich mal. Ein Blended Irish Whisky. Ich weiß nicht, wo der Rest herkommt. Das wurde auf der Tour so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen. Es wurde über die Brennblasen vor Ort gesprochen. Aber nicht genau, wie der Whisky sonst entsteht. Lassen wir es mal so dahingestellt. Ist ja auch nicht weiter wichtig. Wir verkosten jetzt einfach mal. Und da haben wir erstmal eine schöne Farbe. Und dann gehen wir mal mit der Nase ans Glas. Ja, und an diesem Punkt könnte dieses Video eigentlich sehr, sehr kurz sein. Denn wie ihr seht, ich habe auch schon ein bisschen mich mit dieser Flasche jetzt beschäftigt. Und ehrlich gesagt stand sie eine Weile rum.
weil immer was dazwischen kam und eine andere Flasche, die ich offen gesagt lieber verkosten wollte für ein Video. Denn der hat eine Note, die ich rieche. Und damit meine ich nicht eine hervorstehende, sondern ich rieche eine einzige Note. Und das ist dieses Echinacea-Kräuterzeug, wo man so Tropfen in Wasser auflösen kann, wenn man merkt, dass eine Erkältung kommt oder so, was so Abwehrkräfte stärken soll. Es ist also extrem kräutrig und so eine Bitterkeit. Also es ist nicht in die Richtung, sondern es ist, wenn ihr diese Tropfen kennt und das in Wasser auflöst, es hat ja so ein, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen beißenden, ganz eindrücklichen Geruch. Und das ist das hier. 100%. Vielleicht, wenn ihr das nicht kennt, so in Richtung, es ist so ein kräutriger Hustensaft. Fertig, aus. Viel mehr habe ich da nicht. Es kommt ab und zu so ein bisschen Süße durch. Dann könnte man vielleicht ganz, ganz wohlwollend sagen, hey, da ist ein bisschen Zuckerwatte. Ich kann auch positiv hervorheben, die 46% sind gut eingebunden. Ja, aber da hört es auf. Mehr habe ich einfach nicht. Mehr kommt nicht. Mehr kommt auch beim mehrmaligen Probieren nicht. Das ist auch Zimmertemperatur. Das Glas steht schon eine Weile. Also alle Tricks angewendet. Deswegen probiere ich einfach mal auf euch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Slange. Auf der Zunge anfangs etwas milder. Er zeigt ein bisschen eine Süße, ein bisschen eine Vanille und entwickelt sich aber auch nicht. Also das ist so, ja, ich sage ja immer so ein bisschen so Whisky-Aroma, bisschen malzig, leichte Süße, Eiche, wohlwollend gesagt vielleicht ja. Und in dem Moment, wo man ihn länger im Mund hat oder spätestens, wenn man ihn runterschluckt, kommt diese bittere Hustensaft, diese Echinacea-Tropfen. Das kommt wieder total raus. Kräuter, Bitterkeit. Ich könnte jetzt sagen Röstaromen, weil Coffee Stout, aber ganz ehrlich, viel Bier, Stout oder sowas, was ja so eine süße, herbe Note hat, habe ich hier nicht. Das ist es. Das ist es. Also, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, weil es gibt für mich wenig zu entdecken. Der Abgang bleibt in so einer bitteren Note. Ein bisschen an der Seite der Zunge ist ansonsten relativ schnell weg. Kommen wir zum Fazit. Und das Fazit will ich einfach zweiteilen. Ihr seht es auch an der Länge des Videos, glaube ich, 90% über die Tour, 10% über den Whisky. Ich glaube, ich habe noch nie abseits von der Kurzbesprechung so schnell ein Whisky, wo ich eine ganze Flasche sogar selbst importiert habe, durchgeballert durch eine Besprechung. Wie gesagt, Roe & Co. an sich, cooles Gebäude, netter Staff, schöne Bar, tolle Tourerfahrung, mitten in der Stadt, wenn ihr in Dublin seid, no-brainer dahin zu gehen. In Zukunft, als ich da war, gab es das noch nicht. In Zukunft wird es auch ein Distillery Cask geben. Es gab schon so eine ja, so ein Fass mit so einer Mechanik, das war aber noch leer, stand so Coming Soon drauf. Vielleicht gibt es dann ja auch was Cooles. Zu dieser Abfüllung. Ganz ehrlich, ich habe selten Whiskys, die mir überhaupt nicht schmecken. Der hier gehört dazu. Damit ist er erstaunlicherweise neben dem Teeling Pinot Cask, den ich, wenn ich über die Kamera gucke, ganz da hinten im Wohnzimmer im Regal sehe, im Westflügel sozusagen, einer, der da in diese Kategorie fällt, und damit sind es lustigerweise zwei Iren, die mir mit ihrer Aromatik so überhaupt nicht passen bei Whiskys, wo ich sage, das war wirklich nichts für mich. Ich weiß nicht genau, wen das ansprechen soll. Wenn ihr auf so richtig bittere Aromen steht und voll Kräuter, aber keinen Kräuterschnaps trinken wollt und auch keinen Hustensaft, der ist es. Ansonsten, wenn ihr Roe & Co. probieren wollt, würde ich den Standard Blended Irish Whisky nehmen. Der kostet 25 Euro oder so. Fand ich solide, geil für Cocktails bestimmt. That's it. So, warum das wirklich so abgefüllt wurde, weiß ich nicht. Cash Grab, um Touristen wie mich einfach mit so einem Guinness-Aufkleber abzuholen. Ich weiß es nicht. Will ich niemandem unterstellen, aber mir schmeckt es nicht.
Punkt. Was mir schmeckt, ist ein Abo von euch. Deswegen drückt doch bitte auf Abonnieren, Daumen hoch, Kommentar. Welcher Whisky hat bei euch einen bleibenden negativen Eindruck hinterlassen? Da bin ich doch mal gespannt. Schreibt es unten rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, dann wahrscheinlich wieder ein bisschen positiver. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao.